Was geht YouTube? Lotz war wieder zur ersten Welt von Reinsam Online und ja, wir sind jetzt hier im Level-Erstellpaket. Jedenfalls Level wahrscheinlich, oder? Im Erstellfenster von einem neuen Charakter. Und ja, wie ihr schon vielleicht wisst von meinem neuen Video, vielleicht auch nicht, ich hab's vielleicht wieder gelöscht, weil ich bin also im Überlegen, ob ich es lösche. Dass ich mir einen neuen Jar jetzt erstellen werde, weil ich meinen Mage gelöscht habe. Da steckt trotzdem Zeit und Geld und Arbeit irgendwo drin. Also ich habe viel als Low-Level mit dem gespielt. War eigentlich ein Low-Level-Jar. Level 20 oder sowas war der ziemlich gut als Centurion. Also war gut, wie gesagt, bis ich den Dragan-Bug mit dem benutzt habe. Und ja, egal. Ja, wir erstellen uns jetzt einen Jar. Ich habe mir überlegt, das dunkle Diener-Paket zu holen. Dann habe ich direkt einen Drache, des Pet brauche ich ja nicht, weil ich ja XP-Block wahrscheinlich mache. Ich weiß noch nicht, wie das so richtig funktioniert. Ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht. Aber ja, ich werde mir den gleich mal erstellen. Ich hoffe, dass Dead Dragon geht. Also Todesdrache, wenn ich Englisch kann, heißt das dann auf Deutsch. Ich könnte auch eigentlich Todesdrache schreiben, aber wie schreibe ich denn, wie soll ich denn Todesdrache? Das sieht halt doof aus, oder? Todes, obwohl, geht eigentlich. Also wenn das jetzt geht, wäre cool. Also die Haare und das Geschlecht. Geschlecht weiß ich auch noch nicht. Weiblich oder männlich, was weiß ich. Ich mache das mal männlich. Und ja, ich drücke einfach mal erstellen. Fuck, der Name existiert bereits. Dann versuchen wir mal Dead Dragon. Dragan wahrscheinlich. Dragon, so. Dead Dragon. Erstellen. Gibt es bestimmt auch schon. Ja, wenn halt so 40 Millionen registrierte User sind. Okay, was nehmen wir denn für einen Namen? Ich habe mir jetzt nichts Besonderes gedacht. Eigentlich fällt mir ziemlich schnell eine ein. Schattendolch. Schattendolch. Ah, den gab es noch nicht. Okay, ah, hier sind diese Pakete. Einsteigerpakete. Ja, das nehmen wir dann direkt mal. So, kaufen wir. Das ist funktioniert. Ja, hat funktioniert. Und wir sind drin. So schnell geht das bei mir. Klick, fertig. Gut. Und ich habe Nebula. Ja, moin Leute. Ich habe Nebula. Nebula. Okay, wir sehen uns gleich wieder in dem Spiel, wenn dann die Nebula weg ist. Bis gleich. So Leute, in alter Frische stehe ich jetzt hier und fange einfach mal an zu leveln. Wurde das geändert? Ich glaube schon, extrem geändert. Ich habe hier meine Pakete jetzt bekommen. Das ist ziemlich geil. Also für den Anfang, warum kommt zweimal Ranglisten-Dings? Jetzt habe ich schon mal ein geiles Kostüm. Den Drachen, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich behebe ihn trotzdem auf, wer weiß ja nie, ob man vielleicht doch levelt. Und jetzt habe ich direkt zum Leveln, brauche ich nicht dumm laufen, sondern habe hier direkt, naja, dumm laufen. Was heißt hier dumm laufen? Ich muss eh nicht weit laufen. Ach, wie süß das auch ist, wenn man einfach nichts kann. Ja, ja, komm. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich finde das auch dumm. Wenn man doch ungefähr, das Spiel weiß doch, dass du mittlerweile so viele Spielstunden hast, dann müssen die dieses Anfang-Tutorial ja nicht mehr erklären, oder? Also, ich finde das trotzdem cool, aber trotzdem. So, also ich weiß nicht, ich kann nicht jetzt schon XP-Block machen, oder? Also ich level mal bis 5, bis 6, ich glaube bis 10 oder sowas. Ich weiß nicht, was so das beste Level wäre mit dem DK. Ich weiß ja nicht, wann der seine Immunität und sowas bekommt. Und ja, keine Ahnung, was man da so, auf was man achten muss. Ich habe, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Ich bekomme auf jeden Fall als 8 Wut wieder. Ist das normal? Ich denke schon. Und ich würde jetzt aber liebst mit meinem Reittier direkt durchlaufen. Ich habe es ja dafür gepaid. So, die Schuhe zieht er direkt an. So. Zack. Hey, du. Ja, ja, halt dein Maul. Ach so, das war auch dumm, glaube ich, oder? Die Quest annehmen. Weil wenn ich ja keine XP haben will. Achso, doch, sonst geht die XP, sonst geht die Quest nicht weiter, sonst steckt man hier immer für immer fest. Aber man müsste diese Kreaturen aber nicht töten. Dann lassen wir diese Kreaturen einfach weg. Aber ich weiß nicht, ob die heiß werden, ob die vielleicht Dings droppen, Items droppen, die ich vielleicht gebrauchen könnte. Ja, du findest so oder so später Items. Da brauchst du die Anfänger-Items hier nicht. So, wir gehen hier mal ganz schnell durch. Zack, zack. Ich nehme euch jetzt komplett mit von Level 1 bis 10. Und dann fahren wir mal, dann machen wir PvP und mal gucken, wie das alles wird. Ich hoffe, es wird toll. Ich hoffe, es werden so 2-3 Leute mal mit mir spielen. Und mal sehen. Das ist ja geil, wenn man einfach wirklich keinen hat. Keiner auf der Freundesliste, keine Gruppe, keiner da. Voll witzig. Mal gucken, was da jetzt noch so auf mich zukommt. Ich habe keinen Pot bekommen. Oh fuck, ich glaube, ich sterbe. Ich habe 1500 Adamant. Also ist zur Sicherheit. Wo habe ich mich vielleicht überschätzt? Oh nein, ich Noob. Ich sterbe. Bitte nicht. Tötet ihn. Komm. Kann ich irgendjemand eine Heißwehre droppen? Jawohl, eine Heißwehre und einen Level ab. Super. Das habe ich schon mal zerschmettern bekommen. Dann läuft das alles hier schon ein bisschen besser. Zack, Alter. Und zack. Und zack. Easy going, meine Freunde.
Geht voll ab, macht voll Fun. Ich weiß nicht, macht gerade voll Spaß. Das ist cool, gefällt mir. Also das ist rein sein, das macht Spaß. Wenn man so von nix anfängt, so, ah, das ist toll. Müsste man einfach mal öfter machen. Einfach ein Char bis 55 spielen und dann einfach löschen. So, ich muss leider die Quest annehmen, sonst komme ich ja, wie gesagt, hier nicht weiter. Und ich glaube, man muss bis 5 oder 6 leveln, weil du sonst niemanden einladen kannst oder anschreiben kannst. Das ist erst ab einem bestimmten Level erlaubt. Ich gebe mal hier Gülf ein. Der ist eh nicht online gerade, schade. Wen kenne ich? Ich kenne keinen Namen. Ich komme mir gerade so richtig dumm vor. Ich kenne nur Gülf. Ja, aber die meisten schreiben, ihre Namen sind halt scheiße zu schreiben, ne? Das ist das Problem. Ich kenne zwar ihre Namen, aber die haben dann ein russisches A oder sowas drin. Kann ich die Namen nicht schreiben? So. Über Schattendeutsch geht's weiter. Jetzt kommen jetzt schon die Beleidigungen. Du bist doch nur ein kleiner Dolch. Was kannst du schon anrichten? Ich freue mich schon richtig. Ich freue mich richtig auf PvP, Alter. Wie das wird. Wird bestimmt spaßig. Ich denke mal, so Level 30 ist so, würde ich sagen, so das Endlevel. So 30 dürfte am meisten Spaß machen. Achso, ich müsste die jetzt gar nicht töten, ne? Ich will die auch gar nicht töten. Übersichtskarte brauche ich nicht öffnen, ist schon offen. So, wir machen jetzt noch die Quest fertig, denke ich mal. Ich will ja nicht, dass das Video so lang geht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt einen neuen Char habe und jetzt Level. So. Also Level, ich level nicht weit. Und wer dann Bock hat, mit mir ein bisschen zu, ich sag schon, XP vom Höhe. Items zu farmen, schreibt mich einfach an. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich jetzt schnell in die Zwischenwelten komme. Ha, dafür habe ich meinen Drache. Bitches. Warum laufe ich hier als rum? Ah, easy going, meine Freunde. Easy going. 20 Euro übertrieben gelohnt. Allein für den schwarzen Drache, weil der Drache in Schwarz ist ja extrem selten, glaube ich. Also extrem selten nicht, aber er ist allein schon so. Der Preis für den ist ziemlich hochwertig, denke ich mal. So, ich glaube, hier droppen auch Items, aber ich scheiß mal auf die Items. Braucht kein Mensch. Hier ist, glaube ich, ein Halterring drin, richtig. Ich kenne mich hier noch voll aus. Obwohl das bestimmt schon, was weiß ich, wie lange her ist, dass ich das letzte Mal gelevelt habe. Naja, ich habe erst mit meinem Mage gelevelt, dann kam der Trajan-Bug, den er ausgenutzt. Also vielleicht ein Jahr oder sowas ist das her. Ich weiß ja nicht, wie lange das jetzt schon alles ungefähr her ist. Muss ich eigentlich Items sammeln? Hoffentlich nicht, oder? Das kann nämlich auch passieren. Ach, verdammte Scheiße, ich muss hier Items sammeln. Na. No. Und ich laufe alles aus dem Rohr. Oh Gott, Alter. Warum sagt mir das keiner? Leute, warum sagt ihr mir nichts? Jetzt könntet ihr mir das sagen, alles klar. So, das Blöde ist, die geben doch XP. Ich will doch keine XP. So, dann machen wir natürlich nur die Bäume. Wir sind gleich schon Level 3. Das geht viel zu schnell. So, oh, wir haben einen Lieblingsschlag. Den rosten wir am besten direkt jetzt schon aus. Den spiele ich sowieso viel lieber als den anderen. Hä, wieso kann ich den nicht einsetzen? Hä? Der backt ja voll rum, der Schlag. So, jetzt. Der macht doch viel mehr Schaden, der Schlag. Sodele. Fängt schon wieder mein Sodele an. Machen wir mal den hier und dann machen wir den. Ah, der eine gibt halt Wut, der andere nicht. Sehe ich gerade. Man braucht sowieso kein Wut. Hast eh genug. So, eigentlich müsste man direkt hier das Schild aufwerten. Mit Andermant. Auf Level was weiß ich was. Und dann ist man schon ziemlich OP. Wir können das ja gleich mal machen. Mit ein bisschen Andermant. Ja, ich habe eh genug Geld, will ich sagen. Wir machen das einfach mal auf 10. Die Klüfen sind ja nie umsonst. So, kaufen. Und dann haben wir schon 60% Block. Alles klar. OP innerhalb von Sekunden. Ich gehe gleich PvP machen. So. Kann ich eigentlich schon PvP machen? Das frage ich mich gerade. Lass mal gucken. Das wäre witzig, wenn wir Low-Level-PvP schon machen könnten. Ja, ich glaube nicht, dass ich einen finde. In der Zeit fahren wir mal ein bisschen weiter. Ah, das wäre doch dumm, weil du kommst doch nicht mehr in diese Zone zurück, oder? Du müsstest doch alles wieder von vorne fahren. Egal, rein da. Leute, was? Junge! Oh, Junge. Was ist das? Der findet doch eh keinen. Kannst du doch erzählen, was du willst. Scheiße, mein Schwert ist aber scheiße. Ich habe noch kein neues gefunden. Warte mal, wie viel Ander habe ich denn? 651, verdammt, reicht nicht. Komm, machen wir das so. Jetzt haben wir 16 bis 20 Schaden, das ist schon heftig. Ja, Klüfen sind halt nie umsonst, ne? Und Level 3 Rekrut. Leute, das wird entspannt. Das wird geil. Das wird ein Match, Junge. Das wird ein Match. Wenn der nicht auch schon durchgepusht ist ohne Ende. Boah, guck mal, der hat schon blaue Items, Alter. Was ist da los bei dir? Ich hab nicht mal einen Sprung. Ja, denkst auch, du bist OP oder was? Ja, 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 ja. Kannst mich mal. Ja, 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 komm. Kannst du mich mal am Arsch lecken hier? Nein! Oh Mann!
Ja, aber ich gehe voll ab. Also guck mal, man muss sich jetzt ansehen. Er hat alles voller blauer Items und ein grünes Schild schon. Und ich habe nicht mal ein grünes Item. Also ich habe hier nichts, gar nichts. Und der ist komplett blau. Weil daran sehe ich, dass meine Glyphen auf jeden Fall was bringen. Ach komm, Alter. Was kannst du denn? Du kannst auch nur Bomben schmeißen, oder? Guckt euch den an, ey. Aber irgendwie witzig. Ja, das freut mich einfach. So, guckt euch das auch an. Das ist witzig. Das ist nicht direkt gewonnen-hitte. Das ist auch ein bisschen spannend und witzig gemacht. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Er nutzt das so aus, ey. Pff, Arschloch. Also Rekrut und volle blaue Items, Junge. Klar, dass du gewinnst. Egal, nicht schlimm. Wir haben 15 Rumpunkt. Leute, das ist es. Ich weiß jetzt schon, wie ich richtig geile Items bekomme. Ganz schnell. Moment. Oh, ich habe das Andermann-Picket. Sekunde. Ruhm, PvP. Oh, Digga. Du machst mit PvP, kommt man ganz schnell an diese Items. Okay, ich denke mal, das war's für die erste Folge. Ich mache jetzt noch schnell die Quest fertig, das war's. Und dann war's das für die erste Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal aus der Welt von Drakensong Online. Und ja, mal gucken, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann, ciao.